Hören Sie, beim Kauf dieser Tickets hatte ich einen Traum, ist das klar? Es sollte eine romantische Reise für zwei sein. Hier, das ist sie, sehen Sie nur. Sie ist bildhübsch. Ja, sie hat mit mir Schluss gemacht, verstehen Sie? Ich will mein Geld wieder haben, das ist ein medizinischer Notfall. Ein gebrochenes Herz ist doch kein medizinischer Notfall. Cliff Godfrey ist ein normaler Durchschnittstyp. Du brauchst eine, auf die du dich verlassen kannst. Wenn mir das vorschwebt, heirate ich lieber einen Volvo. Der sich mit einem Durchschnittsmädchen nicht zufrieden gibt. Ist das ein Gerät? An solche Frauen kommen wir nie ran. Ich bin überhaupt nicht betrunken. Ist klar. Die Rechnung zu Ende. Guten Morgen, mein Liebling. Was denn? Sind Sie? Wo zum Teufel bin ich? Du sagtest, lass uns dieses Lokal verlassen. Würden Sie mir bitte ein Taxi rufen? Ich glaube nicht, dass ich ein Taxi nach Hause bringen könnte. Jetzt muss er sich entscheiden. Na, die kenne ich doch. Sie arbeiten doch im Reisebüro. Nein, nur als Aushilfe. Ich bin vom Beruf Fotografin. Eigentlich liebt er nur die eine. Aber welche? Hallo, Süße. Haben Sie die Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht? Nein, ich. Only You, die Komödie, die ans Herz geht. Und ans Geld. Oh, Cliffy, du weißt, wie man Frauen glücklich macht. Wir gehen jetzt eine Runde segeln. Mach's gut, Cliff. Andrew McCarthy. Ich bin ein echter Verlierer, Martin. Da würde ich dir nicht mal widersprechen. Kelly Preston. Ich habe jetzt Durst. Und Helen Hunt in einer Komödie über das Thema, wie ich mich einmal richtig... Ich spring doch nicht jedes Mal auf, wenn sie mit den Fingern schnippst. Da muss ich dir völlig recht geben. Cliff. In das falsche Mädchen verliebte. Entschuldige, ich werde gerufen. Only You. Also dann auf die Hormone, die verrückt spielen. Can you make all this change in me?